So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin. Wir sind hier erneut in der Pokémon-Liga, das heißt, es stehen die Rematches gegen die Top 4 an. Und ich habe meine Pokémon fleißig trainiert, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen schaut euch die Früchte meiner Arbeit an. Alle Pokémon sind auf Level 66, haben keine neuen Attacken gelernt. Sie haben es versucht, aber die fand ich jetzt nicht allzu lernenswert, muss ich sagen. Deswegen mit unseren gewohnten 5 Pokémon und unserem geliebten Wailord gehen wir jetzt in die Top 4. Moment, ich wollte eigentlich, da wir ja wissen, dass wir gegen Ulrich antreten, wollte vorher noch One Woman Army an die erste Stelle setzen, denn Ulrich hat Unlicht-Pokémon. Ich weiß nicht genau, was für Pokémon er hat, aber ich weiß, dass er Unlicht-Pokémon hat und ich weiß ungefähr, welches Level sie haben. Im Original gab es ja keine Rematches, von dem her kann ich mich schlecht daran orientieren. Ich habe mir übrigens in Bad Lavastadt auch ein paar Heilsachen gekauft, so Energiekraut und so, Vitalkraut, ihr wisst schon, bliblablub. Von dem her bin ich da auch gewappnet und habe genug, um meine Pokémon dann heilen zu können. Zwischen den Kämpfen versteht sich hoffentlich von selbst. So, genug gelabert. Ulrich, was geht? Ich habe dich schon sehnsüchtig erwartet, Champ. Den jemanden, der so stark geworden ist wie du, müssen wir bestimmt nicht in Watte packen. Das ist besonders erfreulich, da Troy uns den Top 4 Schlüsselstein hat zukommen lassen. Mit anderen Worten, meine Pokémon können jetzt auch die Mega-Entwicklung durchführen. Das wird sehr ein heißes Tänzchen werden. Seine Pokémon haben also auch Schlüsselsteine, beziehungsweise können jetzt zu Mega-Pokémon werden. Ja, was hat er denn wahrscheinlich von Mega-Pokémon? Wahrscheinlich Mega-Absol, oder? Sonst gibt es ja nicht so mega viele Mega-Unlicht-Pokémon. Aber wir fangen schon mal mit einem Irokex an. Okay, das ist natürlich nicht so toll für unsere One-Woman-Army. Deswegen würde ich mal sagen, dass wir mal getrost rauswechseln. Denn ich glaube, Hakuna Matata ist eine gute Wahl, ja. Hakuna Matata sollte dem Irokex ganz gut standhalten können. Aber was hat er für ein Mega-Pokémon? Entweder Mega-Absol, was gibt's da? Tohaido? Nee, Tohaido ist eher so Adrians Teil. Er hat wahrscheinlich ein Mega-Absol, sage ich jetzt einfach mal. So, Hakuna Matata kann einfach mal in die Lüfte fliegen. Oh, das hat Gift-Hieb drauf. Oh Gott. Nee, das ist nicht ganz so toll, muss ich zugeben. Denn das könnte unser Hakuna Matata ausknocken. Bitte. Yes, oh. Nein. Okay, es zieht weniger als die Hälfte ab, oder? Nein. Das Problem ist jetzt, dass wir nicht Fliegen einsetzen können, weil wenn wir Fliegen einsetzen, werden wir in der Luft von Gift getötet. Oh Mann, wie unfair ist das denn? Deswegen müssen wir Zauberblatt einsetzen und hoffen, dass das reicht, um das Irokex zu besiegen, aber ich bezweifle es. Ja, es reicht nie. Alter, Ulrich, du kleiner Hexer, du. Das war echt unfair, muss ich sagen. Hat mir nicht gefallen, ne? Aber da jetzt sein Irokex heilen wird, können wir eigentlich getrost One Woman Army reinschicken. Machen wir erstmal die Mega-Entwicklung. Ja, machen wir die Mega-Entwicklung. Denn er hat ja auch ein Mega-Pokémon. Das soll ja fair bleiben. Er wird ja sein Pokémon, wie ihr seht, sowieso heilen. Von dem her kein Problem. Wahrscheinlich wird jetzt sogar nochmal Turmkick daneben gehen. Aber nee, One Woman Army. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich, Mega One Woman Army, yay! Ich finde, Mega Meditize ist noch immer eines der schönsten Mega-Pokémon, die es gibt. Finde ich allzu viele mega schön, aber Mega Meditize gehört definitiv zu denen, die ich ganz hübsch finde, ja. Irokex hat natürlich gar keine Chance. Oh, ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir mit Meditize durchsweepen, aber er hat tatsächlich ein Griffeldes. Dagegen sollten wir, glaube ich, lieber Mudpie reinschicken, denn Mudpie hat spezielle Attacken und Griffeldis tankt physische Attacken besser als spezielle. Spezielle wird es wahrscheinlich auch. Hä? Wieso ist es schneller? Also klar, es hat ein paar Level mehr als wir, aber ich verstehe trotzdem nicht ganz, wieso es schneller ist. Egalissimo. Eisstrahl sollte ganz guten Schaden machen. Ich glaube, mehr als die Hälfte sollte. Okay. Hoffe, ich setze jetzt nochmal Sturzflug ein, weil dann, ja, sehr gut. Dann reicht ein Eisstrahl definitiv aus, um das Griffeldis zu besiegen. Was könnte er noch für Unlicht-Pokémon haben? Tesurio könnte ich mir vorstellen. Tohaido, Absol auf jeden Fall. Pingulist wahrscheinlich, oder? Dann, ja, das war's dann eigentlich schon. Da, Tengulist, hatte ich schon mal recht. Sehr, sehr, sehr fein. Da würde ich
gerne 4444 reinschicken. Hakuna Matata ist ja schon besiegt, weil er uns zu Tode gehext hat, der Ulrich. Deswegen muss Hakuna 4444 den Job erledigen, hat ja Feuerzahn drauf und durch Bedrohung werden seine physischen Angriffe ja erst einmal etwas geschwächt. Okay, Mogehieb sollte nicht allzu viel abziehen nach dem Bedroher vor allem, ja. Und deswegen einmal schön mit Feuerzahn reinbeißen in das kleine Tengulis. Das zieht hoffentlich... Oh. Schauen wir mal, wie viel Laubklinge abzieht. Okay, nee, das haben wir doch raus. Gut. Dann würde ich sagen, dass wir nochmal Feuerzahn einsetzen und darauf hoffen, dass wir jetzt Max-Damage bekommen. Und das ist das letzte Mal nur Min-Damage. Nein. Er schreckt zurück. Das ist gut, das ist gut. Er wird jetzt seinen Pokémon wahrscheinlich heilen. Ja. Aber das ist kein Problem, da wir ja sowieso schneller sind als Tengulis. Das heißt, wir können immer einen Schlag mehr ausrechnen als, ja, es... Ihr versteht schon, wir können immer einmal mehr angreifen. Und wir können jetzt vielleicht auch darauf hoffen, dass das sogar reicht. Ist. Nein, ganz knapp nicht. Aber gut, die Laubklinge sollten wir locker tanken können, nachdem... Ulrich... Ulrich, du kleine Ratte! Was ist das für ein Hexpisser, Mann? Wie viel Pech will ich denn sonst noch haben? Okay, ja gut. Tengulis ist erstmal besiegt. Ich wusste, dass es nicht heilen wird, weil ich glaube, die setzen nur zwei Top-Genesungen ein, die Top 4. Und wenn es geheilt hätte, Ice Heap hätte trotzdem genug Schaden angerichtet. Okay, dann kommt schon mal sein Absol rein. Gut, das hätte ich so früh nicht erwartet. Am Turmkick hält es niemals aus und. Wieso ist es nicht sein Mega-Pokémon? Nee. Ah, Zoroark, hey! Die habe ich gar nicht erwartet, irgendwie. Obwohl, ja, wieso nicht? Das ist ja eine Unlicht. Also, ist Unlicht-Top 4. Ja, okay, Tohaido. Aber Zoroark war echt eine Überraschung, muss ich sagen. Das schicke ich, glaube ich, drum. Obwohl. Tohaido, nee. Hat Tohaido Kaskade drauf? Ich glaube nämlich, es hat gar keine Wasserattacken drauf. Oder bringt er ihm... Weil eine Wasserattacke wird uns töten. Wasserdüse könnte er... Wasserdüse, seht ihr? Also können wir eventuell aushalten... Boah, da ist mir ganz kurz das Herz in die Hose gerutscht. Das war echt eine knappe Sache. Aber Erdbeben reicht aus, denn Tohaido hat echt nicht so die super Verteidigungswerte. Von dem her bleibt ihm einfach nur noch sein Absol. Ich glaube, das ist sein letztes Pokémon. Und da geht es jetzt One Woman Army gegen Absol. Ich glaube, das, ja, das muss ein Mega-Pokémon sein, weil bislang hat er keins. So, das heißt Mega-Absol gegen Mega-Meditalis. Und unser Mega-Meditalis, insofern er uns nicht wieder hext und wir mit Turmkick daneben kicken, sollten wir das Absol eigentlich auch mit einem Schlag besiegen. Und ja, Dankeschön, liebes Spiel. Sehr nett von dir. Okay, Ulrich war ein witziger Kampf, muss ich sagen. Er hat mich ein bisschen gehext, aber gut, sei es jetzt drum. Na sowas, schon wieder verloren. Hast du was anderes erwarten? Da helfen dir nicht mal die Hex. Wow, du spielst wirklich in einer anderen Liga. Doch ich will dich gar nicht länger aufhalten. Immerhin warten die anderen schon. Ja, du hast mich wirklich zu Genüge aufgehalten. Das hat mir nicht so gefallen. Vor allem die Hex... Dinger haben mir nicht gefallen. Ihr versteht schon. Mir hat es nicht gefallen, dass du gehext hast. So, aber das war der erste Top 4. Ich mache pro Part ja nur einen der Top 4. Wem das nicht passt... Ja, dem kann ich auch nicht helfen. Wir gehen jetzt erstmal hier in diesen Zwischenbereich. Im nächsten Part geht es dann mit Antonia weiter. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn du so wäre, würde ich mich über Feedback freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, schönen Tag noch, alles gut und tschüss.